Schweres Rollenspiel. Enorm schweres Rollenspiel. Da kann ich dazu auch nicht sagen, ich habe auch nicht gespielt. Ja, ich auch nicht. Also man muss sagen, es unterscheidet sich von den anderen Rollenspielen in dem Punkt, dass wenn du stirbst, deine gesammelten Seelen weg sind. Allerdings kannst du quasi diese Seelen, die brauchst du halt zum Kaufen von Waffen, Verbessern von Waffen, Kaufen von Items zum Verbessern von Waffen. Das ist ja bestimmt dann wie bei Devil May Cry, wo man dann halt ja, oder bei, hat Punktesystem, was man halt sich damit bei Darksiders auch. Ja, weißt aber du brauchst die Seelen außerdem noch, um dir deine Level-Ups zu kaufen. Also, du kannst dich dann immer in dein Lagerfeuer setzen, da wird dann die Welt resettet und dann. Du ruhst dich quasi aus. Ja, im Endeffekt ruhst du dich aus, aber alle Gegner sind dann auch wieder da, außer die ganz, ganz großen. Na klar, weil die sich auch ausgeruht haben, die Gegner. Nachdem ich ihnen ein Messer in den Rücken gerammt habe. Ja. Okay, ja. Egal. Auf jeden Fall, wenn du da sitzt, kannst du dann aber auch tatsächlich immer für einen gewissen Punkt halt eins deiner Attribute verbessern und steigst nämlich eine Stufe auf. Und die Seelen, die du also alle Gegenstände, wenn du stirbst, behältst du. Mhm. Aber die Seelen, die du ausgegeben hast, und die sind safe. Und die Seelen, die du hast und deine Menschlichkeit, also du bist irgendwie eine Hülle. Also eigentlich siehst du aus wie der hässlichste Dämon der Welt und versuchst irgendwie deine Menschlichkeit zurückzuerlangen. Das ist die Geschichte, oder wie? Es gibt so, so grob die Geschichte, du willst den dunklen Herrscher stürzen, fertig. Damit du deine Männlichkeit wieder kriegst. Menschlichkeit. Du kannst deine Aushüllung öfter mal umkehren, aber um diesen Fluch der Aushüllung von der Menschheit zu nehmen im Endeffekt. Ja. Also, ist witzig. Faszinierend, ja. Also es ist vor allen Dingen witzig, wenn man dann so denkt, also das Spiel schmeißt dich einfach mal rein. Du kriegst zwar irgendwie gesagt, ja hier läufst du, da blockst du, da greifst du an und nimm dein Schild. Aber im Endeffekt kommt dann der erste Gegner und ich glaube, ich bin beim ersten Anlauf 20, 22 Mal an diesem ersten etwas größeren Gegner krepiert. Nachher konnte ich den Weg im Schlaf und wusste auswendig, wo welcher Gegner steht und habe ihn trotzdem noch nicht besiegen können. Irgendwann schaffst du es dann und dann kommst du ins nächste Gebiet und dann geht es dann von vorne los. Mhm. Dann hast du wieder 30 Versuche, bis du die Karte auswendig kennst. Du brauchst halt 30 Versuche, bis du halt du musst den Gegner dann erstmal richtig analysieren und das kostet halt viele Tote und... So wie bei, wobei da war es wesentlich einfacher bei hier, dem Mario RPG auf dem Game Boy. Ja, nee, ich würde es eher mit Monster Hunter vergleichen. Okay. Also, weil die Gegner sind auch ungefähr in dem Format von Monster Hunter. Also es gibt zum Beispiel auch so eine riesige, 10-köpfige Hydra und... Die du tatsächlich platt machst, indem du die einzelnen Köpfe abschneidest. Aber wenn wir wieder welche nachwachsen? Nein. Das ist ja blöd. Bei einer Hydra haben wir mir die Köpfe nachzuwachsen. 3 für jeden abgeschlagen. Oder 2 von 2. 2 sind es eigentlich. Aber nein, in dem Fall tatsächlich nicht. Dafür ist es auch kein ganz, ganz großer Endgegner, sondern einfach nur ein großer Gegner. Es gibt aber auch einen riesigen, schwertschwingenden Wolf, der mich irgendwie ein bisschen an Okami erinnert hat. Ja, also wenn man auf richtig schön schwere Rollenspiele steht, oder generell auf Rollenspiele steht, kann man es eigentlich nur empfehlen. Ich bin ja nicht so der Rollenspieltyp, aber ich denke mal, das werde ich auch anzocken, weil es einfach also ein Rollenspiel ist. Also Rollenspiele jetzt für den Computer? Ja, genau. Ja. Nein, also eigentlich ist es ein Konsolen. Ja. Eigentlich ist es ein Konsolenrollenspiel. Das sollte jetzt eigentlich auch nur ein Witz sein wegen Rollenspieler. Achso. Vergiss das. Erzählen wir. Ja, gut. Okay, eigentlich ist es für die Konsole rausgekommen, also für Xbox und PS3. Mhm. Und dann kam aber, dann gab es eine Unterschriftensammlung. Eine Online-Unterschriftensammlung, weil die PC-Gamer haben sich alle vernachlässigt gefühlt und wollten das auch spielen. Das habe ich auch gehört. Und dann kam es tatsächlich auch für PC raus und das habe ich mir dann halt auch geholt. Mhm. Aber spielt es nicht mit der Tastatur, spielt es tatsächlich mit dem Gamepad. Kauf dir eins. Okay. Es ist echt schwer. Ich habe da noch eins rumfliegen. Ich meinte, ich wollte das auch mal spielen, weil ich einfach mal wieder Bock auf ein Spiel habe, wo ich ewig dran sitze. Wo es ein Erfolg ist, diesen scheiß Gegner zu töten. Zum Beispiel der Leviathan, Borderlands 2. Der war so ein Witz. Ich habe mir so gedacht, da ist irgend so ein Riesenviech im Hintergrund, den muss ich besiegen. Der hat ja hat so einen Schlangenkopf und dann irgendwie noch so ein Maul. Und wenn das Maul zu ist, dann aber ich fand den triffst du den Schlangenkopf nicht. Und der kriegt, also habe ich zumindest erstmal gedacht, der kriegt halt nur Schaden, wenn du auf diesen Schlangenkopf schießt. Nee. Und der kommt aber kaum raus. So, und dann habe ich habe mich schon gefreut, weil endlich mal ein schwerer Endgegner. Aber nein, er hatte überall so komische blaue Pustel im Körper und die kannst du halt auch alle platzen lassen. Und dann war kurz vor Tod. Und dann musstest du wirklich seinen Schlangenkopf treffen, aber dann kam der direkt über dich mit diesem Puzzle-Ding und hat sich ein bisschen umgeguckt. Ja. Das ist super. Aber ich fand den Endgegner wesentlich schwerer als den richtigen Endgegner von, weil der war wirklich ein Witz. Ja. Da konntest du überall hinballern, glaube ich, wenn ich war. Naja, genau. Ich denke immer, wenn ich, also bei den ganz großen Gegnern denke ich immer an, wie hieß das?
Shadow of the Colossus? Nein, zufällig. Nein, du kletterst ja nicht auf den rum. Ja, nein, hier, an, wo man auch den Tod besiegt und dann in so Castles geht und Dracula tötet und mit so einer Peitsche und... Castlevania. Genau. Ja, weil da saß ich ja zumindest mit dir bei der Gameboy-Version auch teilweise stundenlang an einem Feind. Und herrlich. Stimmt, das ist auch unglaublich geil. Das haut ungefähr in die Sparte. Richtig schön. Du musst ja auch jeden Gegner ordentlich analysieren, damit du weißt, wo du dich hinducken musst oder ob du springen musst. Wenn ja, oder wie er jetzt aussieht, wenn er gleich angreift. Ja, oder, genau. Ja. Aber die beiden Drachen zum Beispiel, die eigentlich nur die ganze Zeit ihre Köpfe rotiert haben, die waren auch nice. Na. Ja. So viel dazu. Viel mehr kann man jetzt eigentlich dazu nicht sagen. Hm. Zockt es an, wenn ihr wollt. Wenn er ordentlich auf Frustration in Videospielbereichen steht. Ja, kann euch vielleicht noch ein Update geben, wenn wir das dann mal vielleicht angezockt haben. Ja. Aber auch sehr große Erfolge feiern wollt und ja, viel Spaß damit. Hör mal stolz sein, einen Gegner zu töten und komm, 5 Minuten später geht das gleich wieder vorne los. Ja, also lasst einen Daumen da und vielleicht einen Kommentar. Na, bis dann. Ciao. Haus da.